du das siehst, Lara. Der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Wie ist Erna jetzt bitte rausgekommen? Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Es ist eine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los, uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Ich... Unglaublich. Ich will doch looten. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nun mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. So. Kampfvorbereitung. Kann man das Seil da durchschneiden? Die Musik hier ist schon wieder so actiongeladen. So, was haben wir denn? Gewehr freigeschaltet. Kehren Sie in ein Basislager zurück oder in das Basislager? Ja, hahaha. Das sah zu verführerisch aus. Das ist echt Geweih. Doch Kohle haben. Du, geh zum alten Funkgerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Bin jetzt mal ganz kurz ruhig. Da ist natürlich nichts dran, ne? Weiß ich, bei 10.000 Dingen was verpasst? Ihr zwei, ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Hier ist eine Karte, kann ich die nicht nehmen? Geht mit Gott. Geht mit Gott, aber geht. Und da ist ein Basislager, sehr schön. Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Gut, Blutspuren. Wir wollen ja endlich noch einen Bären erlegen. Ich hoffe, dass wir noch irgendwann bald einen finden. Weil das ist sonst ein bisschen kacki. Ja, nee, ich will das nicht. Was brauchen wir denn hierfür? Das brauche ich 20 Fälle. Und hier brauchen wir schon 10 Fälle. Würde nicht ausreichen. Aber wenn wir noch 2 Fälle finden, dann reicht es wieder aus. Schaftpatronenhalter. Hier, Abenteuerköche. Okay. Großer Gewehrmunitionsbeutel. Erstmal Rucksack, dann Gewehrmunitionsbeutel. 10 und 19. Und hier brauchen wir 10. Das habe ich alles. Nein, hier. Sorry. Also, einfach nur ein Bärenfell und dann können wir 2 Bärenfälle. 3 Bärenfälle. Shit. Also, 3 Bären. Können auch alle auf einmal kommen von mir aus. So.
Was haben wir denn jetzt hier für einen Bogen? Langbogen. Eingekerbte Aufnahme. Okay. So, 5 von 9 Upgrades. Wir könnten theoretisch auch das Ding nehmen. Kostet mich das denn was? Wollen erstmal hier bei dem Ding gucken. Achso, das kostet mich diese Teile da. Glitterverschussriegel, Nachladegeschwindigkeit ist gut. Umwickeltes Magazin. Ja. Okay. Und können wir hier noch irgendwas machen? Nein. Gut. Eigentlich habe ich jetzt alles hier verballert. So, Schaden ist geringer, Zielgeschwindigkeit. Wir brauchen aber einen hohen Schaden. Hier, Zielgeschwindigkeit, Haltezeit, Schussfrequenz. Wir nehmen mal das Ding. Ach, da fehlen uns diese Schrauben. Genau. So, Pistole. Hier können wir auch nichts weiter machen. Da fehlen uns halt diese Schrauben, die wir dann aber ja mit der Zeit auch wieder bekommen. Hoffe ich zumindest. So, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt bekommen. Wofür? Ich habe keine Ahnung. So, Leichenfeld-Spezialistenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellt werden, bringen mehr Erfahrungspunkte. Todeswolkenpfeile. Erhöhen sie die Größe und Dauer der Giftwolke. Abriss in Fortschritttechniken verleihen allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Das ist aber alles uninteressant, finde ich. Pistolenexperte, ne? Der Exekution. Entdecken Sie mit Hilfe der Überlebensinstinkte Tiere in der Nähe und finden Sie Ihre Aufenthaltsorte. Ja, genau, das wollen wir doch. Gut. So, wo geht's denn hier jetzt? Wo geht's denn hier jetzt weiter? Hallo. Ah, hier können wir reden mit ihr. Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Alter, was interessiert dich das denn? Hühner. Ich brauche mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme drauf. Ein Buch. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein, aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen, aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Ja, Jacob ist hier gut in der Position drin, als Boss. Wenn Sie für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch zum Fliegen bleibt. Wie groß ist denn das jetzt hier? Oh, ist ja auch so elendig groß jetzt, Darauf sollten wir uns konzentrieren. Hier noch eine Kiste. Okay. Könnt ihr jetzt mit mir reden? Ich grüße Sie. Ich grüße dich auch. Ich grüße dich auch. Okay, das war ja nicht so clever. Zum Glück gibt's da so eine morsche Lehmwand, die einfach mal uns halt rauslassen. Sonst wären wir dazu immer drin gewesen. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht, obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind.
Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Ja, deshalb musste er gehen, aber was hat denn der, was liegt denn der da? Sollten Sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Ja, ich bin ja schon weg. Was liegen denn da seine ganzen Tagebuchseiten rum? Sie zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Ein bisschen nervig sind die schon, ne? Hallo. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Hat keine Zeit zum Reden. Okay, natürlich, wenn Jacob das sagt. Da ist ein Bär. Was ist das hier? Krypteneingang. Wir wollen den Bär holen. Wir müssen den Bär holen. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. So, erstmal werden wir den dann betäuben. Okay. Bärchen! Komm mal herchen! Oh. Wo ist denn meine Munition? Ja. Alter Schwede. Warum? So. Warum konnte ich denn jetzt keine Giftpfeile mehr machen? So, und warum hast du keine Munition mehr? Och mein. Na, wo hat er sich versteckt? Da haben wir unser Bärenfell. Ich hoffe, das war der einzige. Ja, ja, nun komm, hab dich nicht so, schneid den Uff. Alter, wie sich das anhört, wenn die den aufschlitzt. Zwei Bärenfelle. Ja. Das hat sich ja nur schon gelohnt. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Bin außerdem erfordert. Fortschrittliches Atemgerät. Ja, ihr seid mir witzig. Scheiß Atemgerät, ey. So, Bär gekillt. Okay, damit können wir nichts machen. So, die drei. Können wir denn jetzt schon Munition herstellen? Nein. So, hier sind noch so eine Pilze. Die können wir dann natürlich wieder mitnehmen. Da lag noch irgendwas am Boden. Hier sind auch noch so eine Pilze. Okay, jetzt schauen wir uns als erstes einen großen Finsenang-Eingang. Den haben wir gefunden, aber können wir nur nicht weitermachen. Bär gekillt. So, Krypteneingang. Basislager.
Höhle. Der Schwede, wie groß ist denn das hier alles? Das und ich. Ein Rentier. Gut. Hier ist erstmal nichts. Da leuchtet irgendwas. Herausforderung, treffen Sie alle Ziele mit einem... Na super. Da ist ein Rucksack. Wie kommen wir da denn hin? Oder keine Ahnung was, das sieht zumindest wie ein Rucksack aus. So, treffen Sie alle... Ich hab doch da oben... Okay, scheint mir, dass man da jetzt nicht so einfach hinkommt. So, Springmäuschen. Okay. Okay, okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Okay, da geht's nicht hoch, da geht's. Jetzt wollen wir so ein Ding. Die Propheten flohen nach Osten. Die Reise war schwerlich. Griechisch 5. So. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Oh Leute, macht das doch nicht so spannend hier für mich. Auf jeden Fall muss ich da irgendwie da oben hochkommen. Aber wie, weiß ich noch nicht. Okay, was haben wir denn hier noch alles? Da ist eine Baumrinde. Ja. Okay, hier haben wir noch ein Dokument. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Ja, bringt ihr etwas Fälliges? So, ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ja, okay, das war ein bisschen kacke jetzt, aber einen Versuch habe ich noch. So, und hier rüber und da hoch und dann nochmal. So, sollen wir mal irgendwie gucken, ob wir hier... Können wir da vielleicht an den Baumstamm ran? Nee. Können wir nicht.
Okay, mit Schwung ging das auch nicht. So, aber wo soll mich das Ding denn hinbringen? Okay, egal. Das finde ich jetzt auch nicht mehr. So, wir haben hier ein Seil. Thank you.